Sigrid Maurer ist für unsere Serie Daheim unterwegs, heute in Markt Hartmannsdorf zu Gast. Dort bittet ein Mann täglich um die Hand von Frauen und viele sagen Ja zu ihm, zum sogenannten Nagelonkel. Einem Mann, der beruflich in eine Frauendomäne eingestiegen ist und das offenbar sehr erfolgreich. Das Tor zum steirischen Vulkanland Markt Hartmannsdorf. Die zweitgrößte Apfelgemeinde der Steiermark besticht auch als Wiege von Kunst und Kultur, etwa mit dem Literaturbrunnen, aus dem Texte von Peter Simonischek sprudeln. Für sein künstlerisches Schaffen hat Peter Simonischek, der übrigens auch seine Kindheit in Markt Hartmannsdorf verbracht hat, die Ehrenbürgerschaft überreicht bekommen. Doch seit kurzem hat hier ein anderer Mann seine Zelte aufgeschlagen und auch er fasziniert mit Kunst, der sogenannte Nagelonkel. Es war einmal ein Landschaftspfleger namens Raimund Schweiger. Liebevoll schnitt er Hecken und Sträucher, bis er eines Tages die Gartenschere gegen die Nagelfeile eintauschte. Mich wundert das selber, weil ich wirklich irgendwie immer so ein hektischer Mensch bin. Und ich kann nicht eigentlich ruhig bleiben, und deswegen, aber die Nägel, die beruhigen mich wirklich. Die bringen mich so richtig in Ruhe. Glitzer, Glamour, Nagellack, das ist seine Welt, seine Berufung, von der der Steirer lange nichts ahnte. Bis zu dem Tag, als seine Freundin mit einer Bitte an ihn trat. Sie hat in Gleisdorf immer Nägel gemacht, dann hat sie so schwer Termine gekriegt, weil sie auch recht viel arbeitet. Und dann hat sie gesagt, ah, bitte, kannst du mir das nicht selber mal machen, du kannst ja alles, probier das einmal. So bin ich eigentlich dazu gekommen. Also besorgte sich der Landschaftsgärtner ein Nageldesign-Starter-Set, absolvierte eine Ausbildung und widmete sich fortan den Händen der Damen. Das wiederum sollte sich wie ein Lauffeuer verbreiten. Was als Hobby zu Hause begann, führte nun zu einem kleinen Nagelstudio. Ich habe eine Frage von einer anderen Dame. Sie hat gesagt, ja, da gibt es einen zum Nägel machen. Ich habe gesagt, probieren wir halt einmal, nicht? Also ich war schon bei anderen und bis jetzt war er der Beste. Ob Gel, Acryl oder Fiberglas, purer Lack oder Schablone, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt bei der künstlerischen Gestaltung der Nägel, die ihren Ursprung übrigens in China hat. Die Damen von China haben eigentlich gezeigt, was für ein Reichtum das sie haben und dass sie nichts tun brauchen, deswegen haben sie sich so Eisenkrallen aufmachen lassen. Also die waren wirklich zum Aufklemmen. Und dann ein Zahnarzt, der chinesische angeblich, soll seiner Frau das modelliert haben mit den Acryl. Ich finde, es schaut einfach schöner aus und ist ein bisschen mehr gepflegter, kommt meine auch gepflegter um, als wenn man es nicht hat. Sind die Nägel doch so etwas wie die Visitenkarte einer Frau? Umso mehr genießt der steirische Nagelkünstler auch das Vertrauen seiner Kundinnen. Bei ihm passt einfach das Zwischenmenschliche auch. Also die Sympathie passt und das ist, glaube ich, das Wichtigste, wenn du was machen lässt. Hunderte Damenhände sind schon durch des Nagelonkels Hände gegangen. Doch es gibt ein paar Hände bzw. 10 Fingernägel, denen der Steirer besonders gern den letzten Schliff verleihen würde. Conchita Wurst.